Sowohl der polnische als auch der tschechische Präsident haben jüngst erklärt, dass die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2, wenn von der Ukraine durchgeführt, ein völlig legitimer Akt gewesen sei. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese entsprechende Einschätzung ihrer EU- und NATO-Partner? Nein. Zusatz, Herr Wagner? Ja, dann würde mich interessieren, Herr Wagner, wenn Herr Hebestreit das so deutlich verneint, gab es denn entsprechende diplomatische Initiativen, um dieses Nein auch entsprechend an die Staatskanzleien in Prag und Warschau zu kommunizieren? Der Regierungssprecher hat ja gerade sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, was unsere Haltung zu dem Kasus war. Und diese Haltung hat der Bundeskanzler in seinen Gesprächen, die er sowohl mit der polnischen als auch mit der tschechischen Seite als auch mit vielen anderen internationalen Partnern in den vergangenen Monaten geführt hat, immer wieder deutlich gemacht. Er hält das für ein Verbrechen und er hat auch gesagt, dass das Verbrechen aufgeklärt gehört. Und der Generalbundesanwalt, da laufen die Ermittlungen, ermittelt. Herr Blank mit einem neuen Thema. Es geht um Geilenkirchen.